Willkommen zurück zu Cave Story 100%, die zweite Folge des 100% Runs. Und es geht jetzt mal wieder darum, dem Santa seine Schlüssel oder seinen Schlüssel zu besorgen. Das kennen wir, glaube ich, alles noch. Uah! Das heißt nicht, dass ich mich gut anstelle. Das reicht auch schon. Ab zurück. Ich muss mich mit euch nicht hier prügeln. Also muss ich schon, aber nicht jetzt. Das kann ich gleich noch tun. So, hier bitteschön, dein Schlüssel. Kriege ich jetzt hier nicht den Feuerball? Von ihm? Ich glaube schon. Und dann kann ich auch gleich nochmal speichern. Ja, den Feuerball. Wunderbar. Und bei denen gibt es ja auch nachher die Holzkohle. Das ist auch so ein schönes Foreshadowing, dass man bei dem halt schon den Feuerball kriegt. Und entsprechend auch das andere Item, das mit Feuer zu tun hat, nämlich die, wie gesagt, die Holzkohle. Yeah! Habe ich meine Heilung wieder. Ich mag die Feuerblume. Juhu, Level up. Kann auch nach oben werfen, um die Fledermäuse hier zu kriegen. Das habe ich gerade getan. Ah, interessant. Ich habe gerade die Schüsse rausgefeuert und während die Schüsse unterwegs waren, gelevelt. Und ich habe mich schon näher mal gefragt, ob die Schüsse, während man levelt, wenn sie fliegen, noch upgraded werden. Und scheinbar werden sie das nicht. Wieder was gelernt. So, jetzt mal eben noch die Lebenskapsel da drüben holen. Plus 4, plus 5, weiß ich gerade nicht. Aber mehr Leben ist immer gut. Plus 5, ja. Da habe ich schon 21 Leben. Voll gut. Das geht echt schnell. Und wenn man die Ahnung hat, ungefähr, was man tut, dann geht das Spiel wirklich schnell. Muss ich sagen. Ich meine, klar, das ist oft so. Aber gut. Ah, einmal speichern. Ja. So, mit Chaco. mit Chaco kann ich gleich reden. Chaco, genau, jetzt. Chaco läuft jetzt hier rüber. Zum Kamin, aber halt eben auch zum Bett. Und wenn ich mich jetzt hier hinlege und schlafe. Dann sieht man, hat Chaco mit mir geschlafen im Bett. Also mit mir geschlafen, also so nebeneinander und gemeinsam geschlafen und so. Und wie der Zufall so will, hat der rote Lippenstift von Chaco seinen Weg in mein Inventar gefunden. Das ist eins der Sachen, die ich zeigen wollte. Wie gesagt, hat nicht wirklich einen Sinn, weil man damit nichts tun kann. Aber es ist halt lustig. Und wenn man das Spiel komplett zeigen will, dann gehört es auch dazu. Ein roter Lippenstift. Und es gibt auch noch mindestens ein weiteres nutzloses Item. Verdammt. Wow. Das Schöne ist hier gerade echt gewesen wieder, dass man kurz nach einem Treffer wirklich unverwundbar wird. Weil sonst hätten die roten Stacheln mich gerade voll getötet. Ja, bleibt ihr mal da oben. Das passt. Ich muss mich nicht mit euch auseinandersetzen. Meine Waffen sind auf Level 3. Ich brauche die Erfahrung nicht, ich brauche keine Munition von euch. Heilung brauche ich gerade auch nicht. Nö, alles gut. Die da will ich noch gerne aus dem Weg räumen, damit ich gleich bei dem Kampf gegen die große Qualle ein bisschen Platz zum Rangieren habe. So. Komm her, komm her. Wunderbar.
der Quallensaft. Aber statt jetzt durch den Kamin von Chaco zu gehen, werde ich erstmal die klügere Route wählen und kurz zurückgehen ins Dorf und mir den Bubbler besorgen. Dann werde ich die Qualle nochmal besiegen und mir die... Habe ich nur eine Rakete geschossen? Ich dachte, ich hätte zwei geschossen. Egal. Danach werde ich mir bei Santa die Holzkohle holen. Und dann erst zum letzten Mal, nee, zum vorletzten Mal den Jellyfish Juice. Ich brauche den dann ja nochmal für die Bombe. Und es ist jedes Mal... Also wenn man es erst erfährt bei dem Roboter hinten, dass man den Quallensaft braucht für die Bombe, dann muss man halt relativ weit wieder zurücklaufen. Und deswegen werde ich das Ganze hier einfach besorgen und... Ja, also bevor ich die Quest eigentlich habe, aber es geht halt schneller. So, speichern muss ich jetzt eigentlich nicht. Ich kann ja gleich, wenn ich bei Santa mir die Holzkohle geholt habe, kann ich gleich nochmal speichern. Ich würde mir auch gerne für nach Grass Town nochmal so einen Jellyfish Juice mitnehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob man den nochmal irgendwo benutzen kann. Ich glaube zwar nicht, aber ich hätte ihn trotzdem gerne dabei. Einfach für alle Fälle. Ach ja, richtig, der Bubbler Level 1 kann ja gar nichts. Wie konnte ich das vergessen? Und die Munition füllt sich so langsam auf. Ha, besser. Aber immer noch nicht wirklich gut, oder? Wobei, geht sogar hier. Hier sind die Gegner noch nicht so stark, dass man damit tatsächlich so einigermaßen kämpfen kann. Der Bubbler ist jetzt nicht unbedingt so die gute Waffe, aber ich glaube, ich kann ihn gegen Ende doch relativ gut gebrauchen. Weil wohl nach dem untoten Kern, nach dem untoten Core, nochmal ein Boss kommt, wenn man es richtig macht, in dem guten Ende. Und dementsprechend würde ich mir die Raketen gerne für den aufhalten. Und ich glaube, das ist allerdings so meine persönliche Vermutung, ich glaube, dass man mit dem Bubbler relativ gut auch gegen den untoten Kern kämpfen kann, den man den Bubbler so ewig auflädt. Und wenn sich der untote Kern dann öffnet, dann alles auf einmal drauf schießt. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so praktikabel wie mit Raketen, aber ich denke, das sollte machbar sein. So, Holzkohle. Na, was sagst du? Wofür brauchst du Holzkohle? Keine Sorge, ich will nur eine kleine Bombe bauen und alles wird gut. Mhm, ganz bestimmt. Ja. Den Feuerball mag ich sogar sehr gerne. Aber... Nee, doch, ich werde ihn sogar behalten. Ich werde die Waffe, die man kriegt für den Feuerball in den Polarstern, zeigen. Aber ich glaube, ich werde danach wieder laden. Einfach damit man sie gesehen hat. Aber, ich will eigentlich den Polarstern wirklich upgraden. Am Ende dann. Also keine Sorge, falls ihr den Feuerball mögt, der wird erhalten bleiben. Bis zum Ende des Spiels, voraussichtlich. Boah. So, das ist jetzt für den Kamin bei Chaco. Und ich kann dann noch nicht sofort wieder zurück, um mir nochmal einen Jellyfish-Schuss zu holen. Weil dann das Feuer im Kamin wieder im Weg ist. Gut. Ich muss zuerst die Energie anschalten, damit ich außen mit dem Lüfter hochfliegen kann und den Kamin umgehen kann. Das heißt, ich hatte eigentlich vor, jetzt sofort hier alles zu erledigen, also mir gleich so viel Quallensaft zu holen, wie ich nur kann.
Aber das klappt hier leider nicht ganz. Na, hier so der Lüfter da. Der da ist aus. Da fehlt die Energie. Gibt's hier einen Geheimgang? Nein. Und jetzt, wie man sieht, ist Chaco wieder hier weg vom Bett. Das heißt, ich könnte jetzt zwar mich hier immer noch ins Bett legen und ausruhen und damit meine Gesundheit auffüllen, aber naja, halt eben nur ohne Chaco. Und dementsprechend würde ich jetzt den Lippenstift auch nicht mehr bekommen. Den kann man wirklich nur bekommen in dem Moment, in dem Chaco hier zum Kamin hinläuft. Das heißt, man muss das wissen, eigentlich. Wie so oft in dem Spiel muss man, um irgendwas richtig zu tun, genau wissen, was man tut. So, dann, Moment. Der Typ da drin, der Roboter, der ist ein Boss, vor dem ich ein kleines bisschen Respekt habe. Ich weiß nicht, ob ich diesmal mich wieder so blöd anstelle und daran scheitern werde. Aber ich würde gerne trotzdem vorher speichern. Einfach um sicher zu gehen, dass da. Dass ich nicht diese Jump'n'Run-Passage nochmal machen muss. Die ich ja beim letzten Mal sehr verflucht habe. Beim ersten Spielen. So, einmal speichern. Und gibt's da einen Geheimgang? Gucke ich gleich, wenn ich hier durch bin. Wie verschlossen? Ach so, richtig. Da hat Kazuma ja den rostigen Schlüssel für. Ganz vergessen. Alles klar, Entschuldigung, mein Fehler. Ups. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber gut. Munition finde ich ja noch genug. So, genau, das öffnet sich nicht, aber hier kann ich jetzt mit Kazuma reden. Ja, ich helfe dir heraus, natürlich. Und jetzt kann ich zu dem. Zu dem Roboter beim Generator. Sagst du jetzt noch irgendwas? Achso, nee, okay. Es ist leider halt auch nicht der Schlüssel dafür. Ich würde das Teil gerne echt selber fahren. Aber gut, geht halt leider nicht. Was nehme ich denn für eine Waffe gegen den Roboter? Nehme ich den Feuerball oder den Bubbler? Ich glaube, ich nehme den Bubbler. Einfach nur, weil ich es kann. Kann ich mit dir jetzt quatschen? Nee, ne? Nee. Ja, ich möchte gerne die Energie anschalten. Und jetzt müsste doch gleich der. Balrog heißt er. Genau, der da. Nee, ich bin gerade erst im Dorf angekommen. Ich habe keine Ahnung. Letzten Endes ist es, glaube ich, egal, was man hier sagt. Er will trotzdem kämpfen. Boah, das war ja einfach. Hatte ich da letztes Mal wirklich so Probleme? Wow. Wahnsinn. Wie viel einfacher das Spiel plötzlich geht, wenn man es einmal durchgespielt hat und ein bisschen Gefühl für Steuerung hat und so. So, du machst eine Bombe für mich. Genau. Die Holzkohle habe ich schon. Die Gummibasis. Nee. Zuallererst einmal speichern. Der Bubbler braucht nochmal Erfahrung. Aber. Jetzt würde ich mir. Stopp. Mir fehlt, glaube ich, eine Rakete. Genau. Wenn ich das nämlich jetzt mache, dann muss ich nicht jedes Mal, wenn ich lade, die Munition wieder auffüllen. Deswegen mache ich es einfach gleich. Ich würde mir jetzt den Quallensaft zuerst holen. Dann habe ich den für die Bombe. Ah,
Ah, da hat man halt so eine schöne große Reichweite. Aber wie kriege ich den da unten? Feuerball? Ne, doch. Haha. Oder Wasserfeuerball? Ich habe gerade nicht gesehen, was ihn getroffen hat. Egal, es hat funktioniert. Das ist alles, was zählt. Genau, jetzt kann ich hier nämlich wieder hoch mit dem Lüfter, wie gesagt. Und besorgen mir mal eben noch schnell. Ich vergesse es echt jedes Mal. Ich vergesse es wirklich jedes Mal. Dass hier drüben direkt Gegner sind. Nee, ich wollte den da. Acht Raketen. Ups. Neun Raketen. Ach komm. Ah. Raketen wieder voll. Alles gut. So, genau. Ich hätte gerne einmal den Quallensaft. Genauer gesagt hätte ich den gerne zweimal. Aber ich kann ihn leider immer nur einmal mitnehmen. Gleichzeitig. Na komm. So. Damit will ich nämlich gerne die Bombe bauen. Und, ich will mir am Ende nochmal einen mitnehmen. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Weil ich nicht weiß, ob man den vielleicht nicht nochmal irgendwo gebrauchen kann. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich hatte beim letzten Durchspielen keinen dabei, weil ich da natürlich nicht mit der Möglichkeit gerechnet habe oder nicht daran gedacht habe. So als blutiger Anfänger in diesem Spiel. Ich habe immer noch so ein bisschen Respekt vor dieser Jump'n'Run-Passage da rechts. Deswegen speichere ich hier nochmal. Einfach, um sicher zu gehen, dass ich hier nicht den ganzen Scheiß nochmal machen muss. Weil ich habe mich da ja... Also bisher hier noch nicht, aber beim ersten Durchspielen habe ich da ja echt Probleme gehabt. Müsst du bitte mal nach oben schießen? So würde ich das gerne tun. Hallo, nach oben! Ach egal, hat funktioniert. So, wie... Was? Das war knapp. Da bin ich gerade dem Schuss echt im letzten Moment ausgewichen. Beim Roboter war ich... Genau. Dann... Hier nochmal speichern. Jetzt, wo ich die Jump'n'Run-Passage überlebt habe. Das ist auch was ich gelernt habe beim Durchspielen. Immer, wenn du kannst, speichern. Das gilt natürlich auch für andere Spiele. Aber für dieses ganz besonders. Ja, gut. Ah, dieses Spiel ist sehr unverzeihend. Wenn man irgendwo einen Fehler macht. Jetzt gerade noch nicht so sehr, aber gegen Ende dann schon. Genau, hier gibt's gerade nichts. Da will ich kurz rein. Genau, da gibt's nämlich die Lebenskapsel, die ich gerne hätte. Und die wollte ich mir zuerst holen, weil ja da drüben, wo ich gleich noch hochgehe, direkt hier links nebenan, so ein kleiner Bosskampf wartet. Ja, also nicht wirklich ein Boss, aber ein Kampf. Ein nicht allzu leichter Kampf. Ich habe letztes Mal auch ein bisschen geflucht. Aber ich kann hier schon mal die Bubbles aufladen. Jetzt habe ich, glaube ich, nach rechts geschossen, ne? Ja, total. Voll super. Ach, komm. Sag mal! Könntest du dich einfach mal treffen lassen? Habe ich dich schon? Ah ja, okay. Super. Okay. Moment, bevor ich hier rausgehe. Gibt es hier... Nein. Keinen Geheimweg.
Schade. Ah, und eine Heilung, wunderbar. Ich habe mich gerade echt blöd angestellt mit dem nach links, nach rechts schießen. Das war so unnötig wieder. Na, genau. Der Bubbler braucht noch, richtig. Oh, da ist eine Level 2. Dann habe ich den gerade echt runtergehauen in den Kampf. Ah gut, das ist passiert. So. 20 Minuten sind schon wieder voll für die Folge. Aber... brauche ich Raketen? Nein. Heilung? Nein. Ah, ach verdammt. Ah, verdammt. Da habe ich den Sprung auf Anhieb geschafft und bin dann so blöd, direkt dahinter runterzufallen. Ach so, verdammt. Ich brauche ja hier den Schlüssel von Kazuma. Alles gut. Dann kriege ich den Papa vielleicht doch nochmal hoch auf Level 3. Ich weiß es nicht. Ah ne, hier kann ich mit ihm quatschen, genau. Genau, ich brauche Gummi und du hast jetzt bestimmt den Schlüssel dafür. Na? Wusste ich's doch. Nee. Ich kann hell nicht hell sehen. Dumm. So, Level 3. Wenn da so ein großer, fetter Brocken ist, dann nehme ich den. So, vielen Dank. Ich wollte nur den Bubbler auf Level 3 holen, weil der, glaube ich, für den Frosch ganz praktisch sein könnte. Der Bubbler. Weil ich den ja, bei dem Frosch muss ich immer gelegentlich bei den Seiten so hochfliegen. Ah, verdammt. Was habe ich denn da gemacht? Was habe ich denn da jetzt für einen Mist gebaut? Bin ich da zu früh gesprungen oder so? Ups. Ich wollte natürlich das hier. Aber da habe ich auch gleich wieder Raketen. Also, alles halb so wild. Da will ich hin. So, komm, jetzt, ja, komm schon. Ich drücke immer gleich auf Springen, weil dann die Dialoge schneller durchlaufen. Aber wenn ich halt den Dialog nicht direkt treffe beim Aktivieren, dann hüpfe ich halt immer so lustig rum. Das ist der Grund, warum ich manchmal so rumhüpfe bei Dialogen, bei Türen und so. Den da muss ich jetzt gar nicht beseitigen. Wichtig ist, dass ich hier rüberkomme und das hat funktioniert. So. Den Bubble hätte ich gerne. Für den Frosch. Ballfrog heißt der. Okay, voll. Ah, Ballrock und Frosch. Ballfrog. Ist der englische Titel, der englische Name dafür. Ich habe den Juice und ich habe die Holzkohle, genau. Oder mache ich den mit den Raketen? Ne, ich mache den mit Raketen, was soll's. Ja, ich kenne dich noch. Ich kenne dich noch vom Endboss, du blöde Misery. Du bist echt eine harte Nuss. Ja, das macht wunderbar viel Schaden. Wenn es denn mal trifft. Jetzt habe ich das Problem, dass ich keine Munition mehr habe. Doch, das geht mit dem Bubbler. Das kann man machen. Vielleicht geht es mit dem Polarstern noch ein bisschen besser. Erstmal wieder das Kleingewusel da unten beseitigen. Ah, ich weiß nicht, der macht auch ganz gut Schaden. Der Polarstern, keine Ahnung. Ob ich Raketen nehmen soll oder nicht. Wow! Kleingewusel. Aus dem Weg. Ist doch gefährlich, da kann man drauf treten. Das hätte ich gerne. Vielen Dank. Psst, geht mal bitte aus dem Weg. Na? So, oh, in der Luft getroffen. Wunderbar. Ach ja.
da habe ich da auch mal Probleme gehabt mit dem Frosch. Aber ich muss sagen, wenn man sich den Bumper zuerst holt, kriegt man das sogar ohne Raketenwerfer ziemlich gut hin. Ich gebe jetzt halt echt das Kleingewusel immer schön zu beseitigen. Den Boden so ein bisschen sauber zu halten. Ich dachte eigentlich, die Rakete. Ja, genau. Das geht nämlich auch. Ups, da ist ja einer. Habe ich gar nicht gesehen. Man kann auch mit dem Flammenball, mit dem Feuerball da rein schießen. Aber dafür muss man genau in der richtigen Entfernung stehen, damit die Feuerbälle gerade am höchsten Punkt in den Mund reinspringen. Aber das geht. Macht sogar mehr Schaden, habe ich das Gefühl, als der Polarstern oder der Bubbler. Wahrscheinlich wäre es mit Raketen einfacher gewesen, aber mir wurde gesagt, ich soll, wie gesagt, Misery, die beiden Doktoren, also den Doktor zum ersten und zum zweiten Mal und auch den untoten Kern möglichst ohne Raketen besiegen. Und deswegen versuche ich hier gerade so ein bisschen schon mal zu üben, frühzeitig für das Ende des Spiels. Ich weiß nicht, ob das schon zu früh ist, um an sowas zu denken. Noch zu früh. Aber ich plane gerne so ein bisschen voraus. Alles hoch, alles hoch. Gut, dann habe ich alles, was ich brauche für die Bombe. Ach komm, was soll's, das machen wir doch noch schnell. Dann wird die Folge halt ein bisschen länger, ist doch egal. Bisher gab es ja auch nichts Neues. Ich weiß gar nicht, ob da noch was kommt. In dieser Folge. Was Neues. Ach doch, den Lippenstift hatten wir schon, genau. Die Bombe. Den Tintenfisch, nicht Tintenfisch, Blödsinn. Den Quallensaft, den hole ich mir, glaube ich, auf dem Nachhauseweg wieder. Da komme ich ja hier nochmal vorbei. Nein! Voll erwischen lassen. Blöde Sau. Bumm. Eine sehr große, spannende Explosion. Nicht. Genau, das ist Kazuma. Wunderbar. Ich bin, nenn mich doch einfach Spieler. Oder Player. Ich glaube, Quote. Weiß ich. Heißt der Roboter, den ich spiele. Professor Booster! Yay! Er lebt! Und diesmal darf ich ihn nicht ansprechen, um den Booster 0.8 zu bekommen, sondern ich muss ihn einfach liegen lassen. Aber das werde ich dann erklären, wenn es soweit ist. Nach dem Monster X, nach dem Labyrinth. Vorher kommt noch die Sandzone, da gibt es auch ein tolles, verstecktes, sinnloses, aber lustiges Item. Und ich weiß zufällig, dass dieser Teleporter ins Labyrinth führt. Aber leider ist der gerade nicht aktiviert. Oh, diese Szene ist. Diese Szene mag ich echt. Das ist lustig. Natürlich kann ich das fahren. Von Anhalten hat keiner was gesagt. Von Anhalten hat echt keiner was gesagt. Der Professor Booster hat nur gefragt, ob er das Teil fahren kann, nicht ob er es anhalten kann. Von daher, gerade als Wissenschaftler, der Professor doch wahrscheinlich ist, so als Professor, hätte er eigentlich wissen sollen, dass es wichtig ist, wie man Fragen genau formuliert. Na, könnt ihr bitte mal drauf gehen? Ernsthaft? So, wunderbar. Ach, hier sind ja gar keine Gegner mehr.
ich die da unten? Ne. Aber was ich brauche, und diesmal denke ich dran, ist hier den Feuerball für die andere Seite der Stachelgrube. Ha, nämlich genau so. Genau so funktioniert das. Und auch hier ist der Feuerball einfach super. Ich muss ja sagen, so ein bisschen habe ich den Polarstern schon vermisst. Als ich dann die Maschinenpistole hatte am Ende. Aber die Maschinenpistole ist schon die mächtigere Waffe. Ich bin sehr gespannt, was das upgradete Teil macht. Der upgradete Polarstern. Ich weiß nur, dass man ihn upgraden kann. Ich weiß nicht genau, was dabei rauskommt. Also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, was man hier alles tun muss, um das Spiel hundertprozentig durchzuspielen. Aber ich habe mich nicht komplett gespoilert. Also ich weiß jetzt noch nicht alles so genau. Also ich weiß schon, was man so ungefähr tun muss. Aber ich weiß da nicht alles, was da exakt genau passiert. Das heißt, ich bin da zum Teil auch wie ihr so ein bisschen, ja, unerfahren gerade. Jetzt zum Glück nicht, was die Levels angeht. Nee, da gab es nichts mehr. Die Holzkohle habe ich schon. Gut, und dann ist die Folgenzeit eigentlich um. Eigentlich schon lange. Es dürfte jetzt schon fast eine halbe Stunde sein. Ich lasse es mal kurz hier noch die Dialoge durchlaufen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim 100% Versuch von Cave Story. Und ich will auch weiterhin versuchen, dass in jeder Folge mindestens eine neue Sache kommt, die es bisher in den Videos noch nicht gab. Ich hoffe, das macht es dann so ein bisschen spannender, nehme ich an. Oder hoffe ich, glaube ich, keine Ahnung. Schreibt mir doch mal, was ihr darüber denkt. Falls ihr es überhaupt noch weiter guckt, weil ihr das Spiel ja eigentlich schon kennt, weil ich es schon durchgespielt habe. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich das jetzt weiterhin noch zum zweiten Mal angucken werden. Ich selber bin natürlich schon gespannt auf das gute Ende. Ich habe keine Ahnung, was da noch kommt. Ich wüsste gerne, wie das aussieht. Das letzte Ende mit der Insel, die abstürzt. Ich meine, die meisten sind entkommen, ist schon okay. Aber Curly ist halt leider tot und so. Und eigentlich ist es auch kein richtig gutes Ende, wenn die Insel abstürzt. Wobei ich nicht weiß, ob das trotzdem passiert, auch beim guten Ende. Keine Ahnung. Ja, muss man mal schauen, wie das dann wird. Auf jeden Fall wünsche ich mir, dass hier alle überleben. Bis auf King natürlich. King natürlich sterben. So, Sandzone. Wissen wir Bescheid. Ich überlege gerade, ob ich gerade im Dorf irgendwas machen kann. Aber, ich glaube nicht. Okay. Also dann. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der Sandzone. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.